Bereust du etwas in deinem Leben oder bedauerst du? Das ist ein bisschen milder als bereuen etwas in deinem Leben. Der Franzose würde jetzt sagen, je ne regrette rien. Und ich bin auch der Meinung, dass ich nichts zu bedauern habe. Es wäre natürlich besser gewesen, ich hätte damals in Freiburg meine Promotion über die Friedhöfe zu Ende geschrieben, dann wäre ich vielleicht da Direktor vom Sepulkralmuseum in Kassel geworden, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ich in Kassel nicht glücklich geworden wäre. Ich bin eher ein süddeutscher Mensch mit den Anrainerstaaten und ganz häufig ist es ja so, und das passiert mir auch heute noch so, dass Dinge, die zunächst negativ sind oder zum Beispiel bei meinen ganzen Bewerbungen, die ich da machen musste, hätte mich ja auch mal jemand nehmen können. Ich habe genau den Traumjob gefunden bei der SWW, da war ich so ein selbstständiger Mensch. Man hat meine Schulden, hat man toleriert und man kann wirklich sagen, dass es für, das sagen auch andere Leute, die mich kennen, einen besseren Job hätte ich nicht finden können und genau auch für meine leicht schräge Art hätte ich in einem, also im Hause Burda da mit dem Zeittakt Arbeitsleistung messen, da wäre ich mit Sicherheit unglücklich geworden. Und insofern kann ich das nicht bedauern und der Rest liegt ja an mir. Was ich jetzt noch schaffe, das kann ich mir selber vornehmen. Und ich weiß ja auch so in etwa, in welche Richtung es gehen wird. Also angefangene Sachen, also der Bockkeller auf jeden Fall und die Friedhöfe. Das ist genau meine nächste Frage. Ja? Welche Pläne hast du noch? Ja, also nachdem ich da schon so viele Jahre meines Lebens in Bezug auf Friedhöfe gesammelt habe und auch immer wieder was Neues entdecke, möchte ich auf jeden Fall meinen schönen alten Freiburger Friedhof würdigen. Und es gibt da natürlich Sachen drüber, aber ich glaube, ich hätte da noch mal einen etwas anderen Zugang. Und bei mir, mein Hauptinteresse ist ja nicht irgendwelche Prominenten, die da liegen und die Biografien der Leute, das sollen andere machen, das machen ja auch andere. Und wenn man hier Führungen bei den Ostfriedhof, dann geht man von einem Grab zum anderen, dann sagt man, hier liegt der Holländer, da liegt der Mosi. Ist für mich eigentlich langweilig. Ich sehe ja das Grab, ich sehe die Anlage und das ist eines meiner allernächsten Projekte, dass ich mal, sei es für die Website der Freunde Giesings oder hier für die Zeitkapsel, werde ich mal was über den Ostfriedhof zusammenstellen. Es fällt mir auch schon so einiges ein, was ich bei anderen nicht gelesen habe und was also in der Art und Weise noch nicht so veröffentlicht ist. Das wäre was und den Bockkeller muss ich unbedingt, das ist ja so herrlich. Da werde ich am liebsten wäre, ich würde mir ein Lesebuch machen. Es gibt ja so Lesebücher mit Themen, mit historischer Einleitung. Und es gibt ja von dem Bockkeller auch diese wunderbaren Theatersketche, wo dann diese einzelnen Typen so im Dialog gegeneinander auftreten. Also das mal zusammenzustellen, dann die ganze Grafik, die es da gibt, Lieder, Bockwalzer, Judenwalzer, alles Mögliche, Rennen der Radiweiber. Das wäre was, also Bockkeller, Friedhof, gut, das ist ja schon mal was. Mir fällt auch gewiss noch mehr ein. Und da entsprechende Veröffentlichungen? Ja, würde ich machen. Ja, ja, klar. Genau. Ja, weil was soll man immer nur sammeln? Ah, die Sandhorns natürlich, klar. Da den, so einen kleinen Führer vielleicht über die Sandhorns. Und kleinen Figuren aus der Provence. Ja, richtig. Und jetzt habe ich nur drei Themen gesagt. Wenn ich weiter darüber nachdenke, fallen mir bestimmt noch ganz, ganz viele andere. Volkskundler, ja, selbstverständlich. Ja, lassen wir es auf uns zukommen. Genau. Offen bleiben. Und wenn eins ist auf jeden Fall wichtig, das habe ich immer festgestellt, wenn sich die Gelegenheit ergibt, bitte nicht vorüberziehen lassen, was der Grieche Kairos nennt. Es ergeben sich Sachen, vor allen Dingen in der Begegnung mit Menschen. Du gehst irgendwo hin, auf eine Veranstaltung, ein paar Leute kenne ich ja schon, ich bin schon immer enttäuscht, wenn ich irgendwo hingehe und kenne keinen, aber das ist auch nicht schlimm.
Einmal im Jahr veranstaltet ja das Baureferat so einen Jahresempfang oder was das ist, wo dann die neuen Projekte vorgestellt werden und so weiter. Und da sind also die ganzen Architekten und Stadtplaner und weiß ich nicht. Da wird auch bestimmt viel genetzwerkt. Und ich kam mit einem Herrn da ins Gespräch, irgendwas, das Ende vom Lied war, sagt er: Ach, sind Sie auch Architekt? Zu meiner größten Freude. Weil ich finde das ganz herrlich, wenn ich mich in so, sagen wir mal, fremde Milieus, mich irgendwo so einschleichen kann und einfach mal so beobachten. Das ist auch wieder die Volkskunde. Die Leute reden und dann fällt mir schon irgendwie ein dummer Satz ein. Und möglichst unauffällig und das, die verschiedenen Szenen zu genießen. Das ist eigentlich das Beste, was man im Leben haben kann, weil immer nur in seinem Kreise, kann ja jeder, aber Leute dann kennenlernen. Zum Beispiel ein heißer Tipp für München ist, man gehe abends in die Pfälzer Weinstube nach draußen, nehme den Sundowner da am Odeonsplatz, da gibt es ja nur 4 oder 5 Tische, das heißt, Platz ist beschränkt und da musst du dich einfach neben jemand setzen. Und ich bin noch nie dort gewesen, wo ich nicht einen sehr schönen Abend verlebt habe, mit den Leuten geredet, völlig fremde Leute. Es hat keinen Sinn, sich jetzt die Adressen aufzuschreiben. Das ist wie Urlaubsbekanntschaften. Das ist funktionierend während einer bestimmten Zeit. Wunderbar, aber dann geht jeder seiner Wege. Und es ist ja auch gut so. Die Ausnahme wäre jetzt der eine Herr, den ich da in der Wirtschaft getroffen habe, aber gut, das war ja auch, weil er mich da in die Kreise gebracht hat und man institutionell jeden Monat zusammenkam. Also da hatten wir keine Chance, uns aus dem Weg zu gehen. Und mit dem bin ich dann immer, weil seine Frau auch schon nicht mehr so reisefähig war und er kannte alles. Und der hat auch einen schönen Stadtführer von München geschrieben, also ich würde sagen den Stadtführer. Und dann sind wir immer jedes Jahr einmal nach Österreich gefahren. Und dann haben wir alle Stifte haben wir mitgenommen. Abends eine Winzerplatte da in der Wachau und dann noch eine Woche Wien dran gehangen. Sturm- und Mostmeile, sage ich nur, die ersten beiden Septemberwochenenden da südlich von Wien auf dieser Hochwasserleitung, oder wie die heißt. Musik, Essen, Trinken, tralala, Leute. Herrlich. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Hast du Empfehlungen für jüngere Menschen? Jeder muss natürlich seinen Weg finden. Und Empfehlungen für das wären aber jetzt nicht nur junge Menschen, aber vielleicht doch für junge Menschen. Man will ja im Leben zufrieden sein oder werden. Den Maßstab der Zufriedenheit setzt man selbst. Und wenn ich so sehe, ich bin so aufgewachsen, meine Neffen sind anders oder meine Nichten und Neffen sind anders aufgewachsen. Die haben es vielleicht in vieler Hinsicht leichter, weil der materielle Notstand war ja nach dem Kriege größer als heutzutage. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die, doch, die sind auch glücklich. Aber ich habe zum Beispiel meinen einen Studienfreund da in Münster. Der Einzelkind hat immer genug Geld gehabt. Was ist? Er hat Depressionen. Eine Frau ist ihm weggestorben, die andere ist mit den Kindern davon. Gut, das sucht man sich nicht aus. Aber mit dem fahre ich gerne nach Frankreich. Aber ich muss sagen, ich will nicht sagen, dass man die Maßstäbe senkt, aber man darf vielleicht auch nicht zu anspruchsvoll sein, man darf nicht zu viel erwarten. Gesunde Bescheidenheit. Eine Bescheidenheit, aber dann auch, wenn sich was ergibt, also wenn es was zu essen und zu trinken gibt, dann heißt es mal, der Schwarz frisst und säuft. Oder wie sagte unsere Hauswirtschaftsleiterin, wo der Schwarz ist, bleibt nichts über. Und bei den, mein älterer Schwager, das ist immer so die typische Handbewegung, wenn da noch vom Essen was über ist, dann kippe ich mir den Rest noch auf den Teller, was man mir ja auch ansieht, aber da habe ich kein schlechtes Gewissen. Also Zufriedenheit und
Gewisse Bescheidenheit, gewisse Demut. Ja, dass man auch Ziele leichter erreichen kann, muss man ja einfach sagen. Ne? Und nach oben ist ja die Richterskala oder was es ist, immer offen. Aber nicht so hoch ansetzen. Und da kommt man eigentlich ganz gut durchs Leben. Und die letzte Frage, wofür bist du dankbar? Dankbar bin ich für sehr vieles. Also mit meinem Lebensverlauf. Es war mir nicht so in die Wiege gelegt, sagen wir mal, von den Wohnorten. Münster, Freiburg, München sind alles wunderbare Orte, aber es ist immer noch ein bisschen drauf gekommen. München ist mit Freiburg nicht zu vergleichen, Freiburg ist nicht mit Münster zu vergleichen. Das ist auch die richtige Reihenfolge. Wenn ich mir jetzt vorstelle, von München nach Freiburg und dann nach Münster, wieder so in meine Kindheit zurück. Man lässt ja auch manches hinter sich. Man hat überall noch seine Freunde und Bekannte. Und wenn ich will, kann ich da jederzeit hinfahren. Aber leben möchte ich eigentlich jetzt, wo ich hier bin. Und was sich so ergibt, ich kann in München so viel machen, was ich in Freiburg nie gemacht habe. Gut, da hat man da auch zu zweit gelebt. Da ist man vielleicht nicht ganz so offen. Aber man hat in München wirklich viele Gelegenheiten, auch günstig zu leben. Ich will nicht sagen, hier Georgitag, Freibier, das Denkmalamt hat dann auch im Sommer. Es gibt viele Gelegenheiten, wo man auch günstig in München leben kann, abgesehen von der Wohnungsmiete. Das ist klar. Da muss man halt die entsprechende Frau heiraten, dann hat man das auch. Aber gut, habe ich ja jetzt auch nicht nötig. Dann sage auch ich danke. So, ja, rien de rien. Wie würde der Franzose sagen? Macht doch nichts oder ist doch nichts. De rien. De rien, de rien. Wenn einer sagt merci, de rien. De rien, sage ich dann. De rien. Oder pas de quoi. Pas de quoi. Ja, schön. Gut.